الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. أما بعد، das ist heute der siebte Unterricht und wir haben hier Kapitel Nummer 7, die Bestätigung des Attributs des Haltens der Himmel und der Erde und das Attribut der Finger, der Ergreifung und der Zusammenfaltung. Wir lesen erstmal den Hadith auf Arabisch und dann inshallah auf Deutsch und dann beginnen wir, so Allah will, mit der Erläuterung. قال ابن خزيمة رحمه الله وحدثنا أبو موسى قال حدثنا يحيى بن سعيد وحدثنا محمد بن بشار بندار قال حدثنا يحيى عن سفيان عن منصور عن سليمان عن إبراهيم عن عبيدة عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال جاء يهودي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا محمد إن الله يمسك السماوات على إصبع والأراضين على إصبع والجبال على إصبع والشجر على إصبع والخلائق على إصبع ويقول أنا الملك فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه وقال وما قدر الله حق قدره فقال أبو موسى في عقب خبره قال يحيى زاد فيه فضيل بن عياض عن منصور عن عبيد عن عبد الله فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم تعجبا وتصديقا له هذا الحديث رواه الإمام أحمد والبخاري ومسلم. In diesem etwas längeren Hadith sagt Ibn Khuzaymah, möge Allah ihm barmherzig sein, uns berichtete Abu Musa, er sagte, uns berichtete Yahya ibn Sa'id und uns berichtete ebenfalls Muhammad ibn Bashar Bundar. Er sagte, uns berichtete Yahya über Sufyan, über Mansur und Suleiman, über Ibrahim, über Abida, über Abdullah ibn Mas'ud, möge Allah mit ihm zufrieden sein, dass er sagte, ein Jude kam zum Gesandten Allahs, Allahs Segen und Frieden auf ihm. Und er sagte, O Muhammad, wahrlich, Allah hält die Himmel mit einem Finger und die Erden mit einem Finger. Und die Berge mit einem Finger, und die Bäume mit einem Finger, und die Schöpfung mit einem Finger. Und er sagt, ich bin der König. Daraufhin lachte der Gesandte Allahs, Allahs Segen und Frieden auf ihm, sodass seine Backenzähne zu sehen waren. Und er sagte, sie schätzen Allah nicht ein, wie es ihm gebührt. Und in einer anderen Überlieferung heißt es, da lachte der Gesandte Allahs, Allahs Segen und Frieden auf ihm, aus Verwunderung, und als Bestätigung für diesen Juden. Und dieser Hadith wurde unter anderem von Ahmad, Al-Bukhari und Muslim und anderen überliefert. Wir fangen wie immer erstmal mit dem Isnad an. Und der Isnad heute oder die Überlieferungskette heute von diesem Hadith ist eine ganz besondere Überlieferungskette aufgrund der Überlieferer, die darin vorhanden sind. Und deswegen werden wir wahrscheinlich etwas mehr Zeit in Anspruch nehmen, weil wir etwas länger über diese Überlieferer reden wollen. Ibn Khuzaymah alayhi rahmatullah sagte, uns berichtete Abu Musa. Abu Musa ist der Lehrer von Ibn Khuzaymah und sein Name ist Muhammad ibn al-Muthanna. Muhammad ibn al-Muthanna, er verstarb im Jahre 252 nach der Hijra und er ist Thiqatun Hafiz, also die zweithöchste Stufe. Und jetzt kommt was Interessantes bei diesem Überlieferer Abu Musa, Muhammad ibn al-Muthanna. Rawa anhu al-Jama'ah. Die ganze Gruppe hat von ihm überliefert. Darüber hatten wir letzte Woche kurz gesprochen. Was bedeutet Rawa anhu al-Jama'ah? Die ganze Gruppe hat von ihm überliefert oder von ihm berichtet. Weil das ist eine wichtige Sache und das kommt sehr selten vor. Das kommt sehr selten vor. Genau, das ist ein großer Madh, das ist ein großer Lob
Die großen sechs Imame der Hadith-Bücher, Al-Bukhari, Muslim, Al-Nasai, Abu Dawud, Al-Tirmidhi, Ibn Majah, Ashabu Kutub al-Sitta, allesamt haben sie von ihm überliefert. Und das kommt selten vor. Das kommt selten vor. Und diejenigen, von denen Ashab Kutub al-Sitta, also die sechs Imame, allesamt überliefert haben, die kann man vielleicht mit einer, an einer oder an zwei Händen abzählen. Und zu ihnen gehört Muhammad ibn al-Muthanna, Abu Musa, al-Basri. Er ist aus Basra, aus dem heutigen Südirak. قال حدثنا يحيى بن سعيد. حدثنا يحيى بن سعيد. Und auf, inshallah, werden wir jetzt etwas länger über diese Persönlichkeit reden. يحيى بن سعيد القطان. Er ist gestorben im Jahre 198 nach der Hijra. Im Jahre 198 nach der Hijra. Und er ist Basri. Wir werden erst am Ende sagen, was seine Einschätzung ist oder was seine Einstufung ist. Er stammt also ebenfalls aus Basra. Die Schüler von Yahya ibn Sa'id al-Qattan sind folgende: Imam Ahmad, Ishaq ibn Rahawi, Ali ibn al-Madini, Yahya ibn Ma'in. Diese vier gehören zu seinen Schülern. Also diese vier haben allesamt den gleichen Lehrer. Der Lehrer ist Yahya ibn Sa'id al-Qattan. Ihr müsst ja wissen, diese Wissenschaft, Ilm al-Rijal, die Wissenschaft der Einschätzung der Überlieferer, hat sich erst Stück für Stück, vor allem im zweiten Jahrhundert nach der Hijra, also ab ungefähr 100 nach der Hijra, hat sich diese Wissenschaft verbreitet, entwickelt. Die Leute haben angefangen, genauer darauf zu achten. Der Grund hierfür war, am Anfang waren die Sahaba da. Die Sahaba haben von dem Propheten a.s. berichtet. Und die Sahaba sind allesamt Udul, alle sind sie vertrauenswürdig. Man fragt nicht nach. Nach den Sahaba kamen die Tabi'un, die Schüler der Sahaba. Und die Überlieferungskette war kurz. Du hast den Tabi'i und den Sahabi gehabt. Danach, ab dem Jahrhundert, kam dann die nächste Stufe ungefähr, Tabi' Tabi'in, die Nachfolge der Tabi'un. Die Überlieferungskette wurde dann etwas länger. Du hast dann den Tabi' Tabi'i gehabt, du hast den Tabi'i gehabt. Und dann fing es langsam an, dass die Ahadith genauer überprüft wurden. Sie wurden schon davor überprüft, aber dann fing es an, dass man sie genauer überprüfte, weil die Überlieferungsketten länger wurden und die Hadith sich immer mehr und mehr verbreiteten. Es gab einen Imam, sein Name ist Shu'ba, Imam Shu'ba. Imam Shu'ba hatte einen Schüler, hatte einen Musterschüler. Dieser Musterschüler ist hier Yahya ibn Sa'id al-Qattan. Yahya ibn Sa'id al-Qattan, er ist der Meister in dieser Wissenschaft. Also er war in seiner Zeit der Meister dieser Wissenschaft. Sogar, dass über ihn gesagt wurde, die späteren Generationen, sie sagten, man tarakahu Yahya, taraknahu. Sie haben es sich leicht gemacht. Oder sie konnten es sich leicht machen. Sie haben gesagt, wen Yahya lässt und von ihm nicht überliefert, den lassen wir auch. Khalas, wir wissen, dass wenn Yahya jemanden beiseite legt und nicht von ihm überliefert, dann gibt es einen Grund. Yahya ibn Sa'id al-Qattan, alayhi rahmatullah, hat nur von Vertrauenswürdigen überliefert. Und dann, dieser große Imam hatte dann eine große Anzahl von Schülern. Zu diesen Schülern gehörten diese vier großen Imame, die die Köpfe von Ilm al-Rijal sind, die Köpfe von Ilal al-Hadith sind. Imam Ahmad, Imam
إسحاق إمام علي بن المديني und إمام يحيى بن معين. Diese vier haben diese Wissenschaft von ihrem Lehrer gelernt, übernommen und sie dann verfeinert und natürlich dann eine Stufe weiter, weil sie kamen ja nach ihrem Lehrer und die Überlieferungskette wurde sozusagen in ihrer Zeit um einen Überlieferer länger oder größer. Und deswegen dieser große Imam Yahya ibn Sa'id al-Qattan, auch wenn man in seiner Sira liest, man liest Unglaubliches. Man wird sehen, dass er nicht nur mit Hadith, also er war nicht nur ein Fachmann, ein Meister in den Hadith-Wissenschaften, sondern auch in anderen Wissenschaften wie Koran und ein großer Abid. Und ein großer Abid, also jemand, der Allah tabarak wa ta'ala sehr viel angebetet hat. Imam Ahmad alayhi rahmatullah sagte über ihn, über Yahya ibn Sa'id al-Qattan, ما رأيت أعلم بالرجال من يحيى القطان. Ich habe niemals jemanden gesehen, der wissender war über die Wissenschaft der Überlieferer als يحيى القطان. طيب. Welche Einstufung geben wir? Oder welche was denkt ihr, welche Einstufung diesem Mann gegeben wurde? طيب إمام نعم شاوت واس ابن حجر ابن إن زكت إمام لا شك لا شك es gibt keinen Zweifel es gibt keinen Zweifel dass er Imam ist nicht nur das er gehört zu den es gibt ja viele Imame es gibt ja eine Reihe von Imamen er gehört zu den allergrößten Imamen zu den sogar ابن حجر sagt zu den neun größten Imamen Ibn Hajar in Taqrib al-Tahdhib hat er ihn wie folgt beschrieben. Aufgepasst oder hört genau zu. قال ابن حجر ثقة متقن حافظ إمام قدوة nochmal ثقة متقن حافظ إمام قدوة Er hat ihm fünf Bezeichnungen gegeben. Obwohl es eigentlich gereicht hätte, wenn er Imam gesagt hätte. Wenn man sagt Imam, خلاص, das ist die höchste Stufe. Aber er sagte Fiqh, vertrauenswürdig. Mutqin, er ist genau. Er hat keine Fehler gemacht, subhanallah. Er hat keine Fehler gemacht. Hafiz, er hat Ahadith, eine große Anzahl von Ahadith auswendig. Imam, er ist ein Imam. Und Qudwa, Qudwa, Vorbild. Natürlich ist er ein Vorbild. Schaut euch seine Schüler an, die er hatte. Naam. Und leider, subhanallah, wer von uns heutzutage, wenn er diesen Namen hört, Yahya ibn Sa'id al-Qattan, wer kennt ihn? Und das ist einer der Männer gewesen, der diese Ahadith gesammelt hat, die Ahadith gesäubert hat, den Allah tabarak wa ta'ala dazu auserkoren und ausgesucht hat, dass er der Sunna des Propheten alayhi salatu wassalam auf dieser großartigen Art und Weise dienen konnte und durfte. Möge Allah Ta'ala ihm die höchste Stufe im Paradies geben. Naam, es geht weiter. Ihr müsst wissen, wir haben hier zwei Überlieferungsketten. Moment, ich zeige euch das mal. Wir haben einmal die Überlieferungskette. Hier Ibn Khuzaima sagt, uns berichtete, und das stimmt so nicht. So. Uns berichtete Abu Musa. Abu Musa sagte, uns berichtete Yahya ibn Sa'id. Das ist jetzt eine Überlieferungskette. Und dann fängt jetzt Ibn Khuzaima eine zweite Überlieferungskette an. Und er sagte, und neben Abu Musa berichtete uns ebenfalls Muhammad ibn Bashar, Bundar. Er sagte, uns berichtete Yahya. Also er hat sozusagen zwei Wege, die zu Yahya führen. Ein Weg führt über Abu Musa, Muhammad ibn al-Muthanna, und der andere Weg führt über Muhammad ibn Bashar. Muhammad ibn al-Bashar, rawa anhu al-Jama'a. Er verstarb im Jahre 252 nach der Hijra. Thiqatun Thabt, al-Basri, ebenfalls aus Basra. Und rawa anhu al-Jama'a. Genauso wie Abu Musa, Muhammad ibn al-Muthanna, das gleiche gilt für
Muhammad ibn Bashar. Und er ist bekannt unter dem Namen Bundar. Das war dann, subhanallah, der Name, weil es gab sehr viele Muhammad ibn Bashar und er wurde dann unter dem Namen Bundar bekannt. Und ebenfalls Rawa Anhu al-Jama'a, also die Ashab Kutub al-Sitta, allesamt haben sich von ihm überliefert. Er sagte, uns berichtete Yahya, na, wir sind jetzt gerade hier bei Yahya ibn Sa'id, über Sufyan. Guck mal, was wir bisher diese Überlieferungskette, die wir hatten. Sufyan ibn Masruq al-Thawri, gestorben im Jahre 161 nach der Hijra. Al-Kufi, er stammt aus Kufa. Und über Sufyan al-Thawri kann man lange sprechen oder man kann es abkürzen mit einem Wort. Sufyan al-Thawri, Amir al-Mu'minin fil Hadith. Sufyan al-Thawri ist der Führer der Gläubigen im Hadith. Und kein Zweifel, es gibt keinen Zweifel daran, dass Sufyan Imam ist. Dass Sufyan zu den, genauso wie Yahya ibn Sa'id, zu den Allergrößten gehört. Er gehört zu den Allergrößten A'imma, alayhi rahmatullah. Und er stammt genauso wie Abu Hanifa aus Al-Kufa, aus der gleichen Stadt, Kufa. Und sie haben sogar in der gleichen Phase gelebt. Und ich erwähne das aus folgendem Grund. Und zwar, es gibt die Behauptung, die sich in den letzten Jahrzehnten oder vielleicht Jahrhunderten verbreitet hat, dass der Grund, dass Ahlul Ra'i, die Leute, die ihrer eigenen Meinung gefolgt sind und die viele Ahadith abgelehnt haben, vor allem in Kufa, Abu Hanifa, rahmatullahi alayhum, dass sie das gemacht haben, weil es wird gesagt, die Ahadith in Irak waren wenige. Das wird gesagt, das stimmt nicht. Es wird gesagt, dass die Ahadith, dass es im Irak viele falsche Ahadith gab und dass es ein Durcheinander gab. Und das stimmt so nicht. Weil wenn wir schauen, wer zu Lebzeiten von diesen Leuten am gleichen Ort sogar gelebt hat, wie Sufyan al-Thawri, wie Al-A'mash, beide sind sie aus der gleichen Stadt wie Abu Hanifa und beide haben sie sogar genau, fast genau zur gleichen Zeit gelebt wie Abu Hanifa. Und beide, sowohl Sufyan al-Thawri als auch Al-A'mash und viele andere, also wenn die Anzahl ist zahlreich, alle waren sie ebenfalls wie er in Irak und alle waren sie Muhaddithun. Also die Ahadith waren da, die Ahadith waren verbreitet. Das ist eine Sache, die wichtig ist, die ich nebenbei erwähnen wollte. Und ihr seht, viele dieser ganzen Ketten und viele dieser Überlieferer, über die wir schon seit Unterrichten reden, die meisten von ihnen sind aus Kufa, aus Basra, aus Bagdad, also aus dem Irak. Sufyan über Mansur. Sufyan al-Thawri hat mir gesagt, natürlich Imam al-Kufi. Mansur ibn al-Mu'tamir. Mansur ibn al-Mu'tamir al-Kufi. Fiqhatun Thabt. Mansur ist im Jahre 132 nach der Hijra verstorben. Über Suleiman. Dieser Überlieferer Suleiman, ich muss da nochmal genauer nachschauen, wer damit. Über Suleiman und Mansur. Also, das ist dann wieder hier, Sufyan hat dann wieder zwei Leute. Einmal Mansur und einmal Suleiman und beide über Ibrahim. Suleiman muss ich, wie gesagt, nochmal nachschauen. Aber ist auch jetzt nicht so wichtig, weil wir haben die verbundene Kette. Sufyan über Mansur, über Ibrahim. Ibrahim ist An-Nakha'i. Ibrahim An-Nakha'i. Ibrahim An-Nakha'i Al-Kufi. Er stammt aus Al-Kufa und er verstarb im Jahre 96 nach der Hijra. Und Ibrahim An-Nakha'i ist Imamun Hafiz, ebenfalls ein Imam und er gehört zu den großen Fuqaha, zu den großen Fiqh-Gelehrten seiner Zeit. An Abida
über Abida. Abida ist Ibn Amr, Abida ibn Amr al-Kufi, verstarb im Jahre 73 nach der Hijra, Thiqatun Thabt. Und Abida gehört zu den großen Schülern von Abdullah ibn Mas'ud. Abdullah ibn Mas'ud, er hatte eine eigene Schule. Es gab sozusagen zwei große Schulen unter den Sahaba. Die Schule von Ahlul Hijaz und die Schule von Ahlul Irak. Weil die Sahaba, die haben sich verbreitet. Eine Gruppe von ihnen blieb in Hijaz, also in Mekka und Medina. Dazu gehört Abdullah ibn Umar und Abdullah ibn Abbas. Abdullah ibn Umar und Abdullah ibn Abbas. Sie waren in Mekka bzw. in Medina, und Abdullah ibn Mas'ud, er war in Kufa, im heutigen Irak. Er ließ sich dort nieder. Und diese zwei Schulen fingen dann an, sozusagen, aus diesen zwei Schulen gingen dann die späteren Rechtsschulen, entstanden die späteren Rechtsschulen. Also die Rechtsschule von Abu Hanifa, Imam Abu Hanifa, entstand aus der Schule von Abdullah ibn Mas'ud, und die Rechtsschule von Imam Malik, der in Medina war, und von Imam Shafi'i, der in Mekka war, sie entstanden von Ibn Umar und von Abdullah ibn Abbas. Nam Abida, wie gesagt, Fiqatun Thabt, verstarb im Jahre 73 nach der Hijra, über Abdullah ibn Mas'ud. Abdullah ibn Mas'ud, der Bekannte, der große Sahabi, radiyallahu anhu, er verstarb im Jahre 32 nach der Hijra, im Jahre 32 nach der Hijra. Kommen wir zum Hadith, also zum Metten von dem Hadith. Abdullah ibn Mas'ud sagte, ein Jude kam zum Gesandten Allahs und sagte, O Muhammad, bis zum Ende des Hadithes, den wir ja schon gelesen hatten. Dieser Hadith, wahrlich, Allah hält die Himmel mit einem Finger. Wir entnehmen aus diesem Hadith die Bestätigung des Attributs des Haltens Allahs der Erde und der Himmel, und dass er sie beide hält. Dass Allah also sowohl die Erde als auch die Himmel hält. Und in diesem Hadith geht ja der Jude darauf ein, und dann sagt der Prophet alayhi salatu wasalam, dass Allah tabaraka wa ta'ala die Himmel, also die sieben Himmel mit einem Finger hält, und die Erden mit einem Finger hält, und die Berge mit einem Finger hält, und die Bäume mit einem Finger hält, und die Schöpfung, also die Menschheit, mit einem Finger hält. Er hält also sozusagen seine ganze Schöpfung mit seinen Fingern, und dann sagt er, An al-Malik, ich bin der König. Und diese Attribute, also die Bestätigung Allahs, dass er die Himmel zum Beispiel mit einem Finger hält, Ahlus Sunnah wal Jama'ah, Sie bestätigen das Attribut der Finger. Sie bestätigen das Attribut der Ergreifung und der Zusammenfaltung Allahs. So wie es im Koran und in der Sunna bestätigt wurde, ohne Tahrif, ohne dies zu entstellen oder fehl zu interpretieren, ohne Ta'til, ohne dies still und indirekt zu leugnen, und ohne Takif, ohne nach der Suche nach einer Beschreibung zu sagen, wie hält er das? Wie ergreift er dies? Nein. Und ohne Tamthil, und ohne dies mit den Attributen seiner Schöpfung zu vergleichen. Aus diesem Hadith entnehmen wir folgende Nutzen. Erstens die Bestätigung des Haltens Allahs, also dass Allah tabaraka wa ta'ala hält, so wie es auch im Koran erwähnt wurde. So sagt Allah Ta'ala in Surat Fatir, Vers 41, Inna Allah yumsiku as-samawati wal-arda an tazula wa la in zalata in amsakahuma min ahadin min ba'di innahu kana haliman ghafura. In diesem Vers sagte Allah, hält die Himmel und die Erde, dass sie nicht vergehen, und wenn sie vergehen würden, so könnte niemand nach ihm sie halten. Gewiss, er ist nachsichtig und allvergebend. Das ist also der erste Punkt, die Bestätigung des Haltens Allahs. Zweitens,
zweite Sache, wahrlich, in diesem Hadith heißt es, wahrlich, Allah hält die Himmel mit einem Finger und er hält die Erde mit einem Finger. Hieraus entnehmen wir die Bestätigung des Attributs der Finger. Die Bestätigung des Attributs der Finger, so wie es in diesem Hadith und auch in anderen Hadith überliefert wurde. So sagte zum Beispiel in einem anderen Hadith, sagte der Prophet alayhi salatu wasalam, Inna quluba bani Adam kullaha bayna usbu'aini min asabi'i ar-Rahman yuqallibuha kayfa yasha. Wahrlich, die Herzen der Menschen sind zwischen den Fingern Allahs. Er dreht sie so, wie er will. Allah Ta'ala dreht die Herzen so, wie er will. Und deswegen gehört zu den wichtigen Ad'iyah, zu den wichtigen Bittgebeten, die man sprechen sollte, das Bittgebet Ya Muqallib al-Qulub Thabbit Qalbi ala Dinik. O der, der die Herzen dreht, lass mein Herz standhaft auf deiner Religion sein. Und das ist eine Dua, die der Gesandte Allahs alayhi salatu wasalam so und in einem anderen Wortlaut oft, sehr oft gesagt hat. Und drittens haben wir hier in diesem Hadith die Bestätigung der Ergreifung und der Zusammenfaltung Allahs. Das sind zwei Attribute, also dass Allah ergreift und dass er subhanahu wa ta'ala zusammenfaltet, wie es im Koran heißt, in Surat Al-Baqarah, Vers 245. Wallahu yaqbidu wa yabsutu Wallahu yaqbidu wa yabsutu wa ilayhi turja'un. Allah hält zurück und gewährt, und zu ihm werdet ihr zurückgebracht. Und all diese Eigenschaften, die wir gerade erwähnt hatten, also das Halten und die Ergreifung und die Zusammenfaltung, das sind Sifat fi'liyya ikhtiyariyya. Sifatun fi'liyyatun ikhtiyariyyatun. Also das sind Attribute der Handlung, die von seinem Willen abhängig sind. Wenn er, und diese Attribute sind von seinem Willen abhängig, wenn er will, so tut Allah das. Und wenn er nicht will, so tut er das nicht. Und diese Attribute sind aufgetreten und können immer wieder auftreten. Und sie gehören nicht zu der anderen, Form von Sifat Zatiyah, die immer vorhanden sind. Und Ahl Sunnah wal Jama'ah, sie bestätigen all diese Attribute, so wie sie im Koran und in der Sunnah, in der authentischen Sunnah überliefert wurden. هذا والله تعالى أعلم وصلى الله على نبينا محمد